Aus dem ersten Kapitel Was sind Lernvideos beschäftige ich mich mit der Activity Wählen Sie mindestens zwei unterschiedliche Portale aus und suchen Sie nach Videos, die sich auf Ihr Fach bzw. ein für Sie relevantes Thema beziehen. Welche Art von Videos finden Sie hier? Passt der Videotyp zum Inhalt? Und welche alternative Videoumsetzung wäre noch sinnvoll? Im zweiten Kapitel Erstellung geht es um die Frage, wie mein Produktionsprozess aussehen könnte. Da ich in einigen Lehrveranstaltungen bereits das Prinzip des Flipped bzw. Inverted Classrooms anwende, möchte ich im dritten Kapitel didaktische Aspekte der Frage nachgehen, ob es besonders gut oder ungeeignete Lernvideotypen für dieses Format gibt. Unter welcher Lizenz möchte ich mein Video veröffentlichen? Diese Frage bildet den Abschluss unter dem Punkt 4 Tipps und Fazit. Im Bereich meiner Lehre nutze ich vor allem drei Videoportale. Das bekannte YouTube, TED Talks und die Khan Academy. Die Videos auf YouTube und bei TED Talks sind rein passive Formate und werden nicht durch ergänzende Materialien wie interaktive Texte oder Aufgaben ergänzt. Dagegen stehen bei Khan Academy ergänzende Texte, interaktive Formate inklusive Aufgaben und ganze Kurse kostenfrei zur Verfügung. Mein Prozess bei der Erstellung von Lernvideos beginnt natürlich mit der Überlegung, welche Elemente meiner Veranstaltung ich digitalisieren möchte. Anschließend ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, den Stoff so zu unterteilen, dass einzelne Abschnitte in keinem Fall länger als 5 Minuten dauern. In einem ersten Schritt ordne ich nun die Abschnitte in einer sinnvollen Reihenfolge an, erstelle als erstes das entsprechende Bildmaterial, vertone es anschließend, gegebenenfalls unter Verwendung eines Skriptes, und wiederhole diesen Vorgang so lange, bis Bild und Ton hinsichtlich Länge und Anordnung zueinander passen. Liegt das Rohmaterial vor, erfolgt der Schnitt, die Veröffentlichung, in der Regel auf YouTube, und die Verknüpfung mit den entsprechenden Online-Kursen und Angeboten in OLAT. Das Prinzip des Inverted Classrooms besteht aus einer ausgedehnten Phase des Selbststudiums, an die eine Präsenzphase in der Hochschule anschließt. Während des Selbststudiums spielen Literatur und vor allem entsprechend gestaltete und abgestimmte Lernvideos eine sehr wichtige Rolle. Die Ergebnisse der Präsenzphase werden ebenfalls digital in Form von PDF-Dateien oder entsprechenden Erklärvideos dokumentiert. Als Videoformate verwende ich vor allem folienbasierte Videos, in der Regel basierend auf PowerPoint, Erklärvideos und Khan-Style-Videos. Während die folienbasierten und die Erklärvideos hauptsächlich während der Selbstlernphase zum Einsatz kommen, spielen die Khan-Style-Videos auch eine Rolle zur Nachbereitung der Präsenzphasen. Ich hoffe, mein kurzes und allererstes Scribe-Video hat Ihnen gefallen. Meine Erklärvideos stelle ich übrigens allesamt unter die Creative Commons Lizenz, unter Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen.